Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Part 17 von Pokémon Mystery Dungeon. Letztes Mal haben wir ja, wir geben heute wieder unser Bestes. Ein paar Rettungsaufträge gemacht im Frostwald. Ich will mal Frostberg sagen, ich weiß auch nicht warum. Und mal gucken, was wir heute machen. Was steht hier? Mitstreiter hinzugewinnen. Ich weiß, wie man Mitstreiter. Fantastisch, als Belohnung. Danke. Bring mir das E-Team hier, meinetwegen. Bring ich dir dieses E-Team. Vielleicht. Hier noch friedlich, also müssen wir noch einen Auftrag machen, bevor wir zu. Wie heißt es, gehen können? Hier mal ein paar Teams hier lagern. Farmorb, Appellorb, das. Ich hole jetzt noch ein paar Äpfel. Ich nehme jetzt mal hier zwei Stück mit, damit wir da ein bisschen was zu essen haben. Für uns, nicht für uns. Ah, das wird jetzt mal ein Faxo, das Hunger hat. Bauchfrummel, Hunger. Das hatten wir ja neulich schon, da wollte ich ihm was geben und hatte nichts zu essen. Mann, Faxo, hungrig. Du, Futter dabei? Echt? Futter welches? Mann, Faxo, zeigen, zeigen. Großer Apfel. Den Tag so mögen. Einfach haben wir mal. Wow. Mamfaxo satt. Du gut sein zu Mamfaxo. Mamfaxo wollen danken. Mamfgürtel erhalten. Mamfaxo jetzt gehen. Brauche ich halt schon wieder ein Team. Jetzt dachte ich, dieses Mamfaxo schließt sich vielleicht meinem Team an. Hätte ich mich drüber gefreut. Was bringt der mir? Das erhöht Angriff und Verteidigung, wenn ich es richtig gelesen habe. Ist leider ein wenig zu schnell weggeklickt. Dafür senkt es irgendwas auf. Ich glaube, den Hunger schneller. Wir nehmen jetzt hier mal noch drei kleine Äpfel mit. Für Rekruten. Ich weiß noch nicht, in welches Dungeon es uns gleich verschlagen wird, aber falls wir da jemanden rekrutieren wollen. Wir haben jetzt ein bisschen Geld, da kaufen wir erstmal hier wieder was ein. Hallo! Welches Camp? Ich weiß noch nicht, mal gucken, was ich so für 3200 kriege. Hier haben wir jetzt alle erschlossen. Kriegen wir denn irgendwas für 3000 in Gletscherfluss? Kanimanen. Schauen wir doch mal hier so ein teures Camp. Weil die teuren sind die nämlich einfach schon mal weg. Weil die kleinen da, die kriegt man ja schnell für einen Apfel und ein Ei, aber die teuren kosten halt schon Geld. Bis man die dann mal, sagt man, die ersparen wir uns hier, die ganz teuren. Für 9000 und so. War früher aber auch nicht so, dass wenn man da Geld eingespart hat, dass man dann jedes Mal von dem was geschenkt bekommen hat. Also im Stahlberg können wir annehmen. Rette meine große Liebe, können wir machen. Eile geboten. Finde Nidoran. Eskorte machen wir nicht. Bitte hilf Dito, können wir gerne machen. Bringe mir das Intim berühmt Orb. Ich will Kleinstein sehen. Ich habe mich verlaufen. Können wir meinetwegen auch annehmen. Komische Team da suchen wir nicht. Für Team bringen mache ich auch mal nicht so gern. Geld haben wir eingelagert gehabt, glaube ich. Schauen wir mal, in welchem Dungeon es uns jetzt verschlagen wird heute. Finsterforst, da haben wir vier Stück.
wollen wir doch mal in den Finsterforst gehen. Vielleicht kriegen wir ja sogar Ampharos. Als Endgegner-Boss. Wahrscheinlich nicht. Weil... Ja, wir werden sehen. Ah, da ist ein Bücher. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Und, wisst ihr, was ich schon wieder vergessen habe? Ich habe schon wieder vergessen, die Attacken zu den Linken. Ich mache das wirklich nicht mit Absicht, aber ich vergesse es einfach wirklich. Ich mache das wirklich nicht mit Absicht, aber ich vergesse es einfach jedes Mal. Und dann fällt es mir ein, wenn wir im Dungeon sind. Und dann denke ich mir jedes Mal, ich Idiot. Und hier kann man ja nicht wie früher ohne Attacken angreifen. Das macht es ja noch nerviger. Früher konnte man ja, ohne dass man ein Pokémon attackiert, also konnte man ja auch ohne Attacken in dem Sinne angreifen. Das geht ja heute nicht mehr. Heute setzt du ja immer automatisch die Attacken ein. Ah, das kriegt mich schon an meinen auf. Der Tag, an dem ich es lerne, den schreibe ich riesengroß in meinen Kalender. Danke, Leute. Ja, ich möchte weitergehen. Gibt's ja... Nee, gehen wir gerade weiter. Ja, es bringt halt nichts, dass wir da lange Zeit vertreiben, wenn wir nur Link-Attacken haben. Das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich auch richtig, aber es ist halt nun mal so. Aber da oben können wir ein Pokémon retten. Ja, und ich weiß, ich könnte jetzt auch die Pokémon wieder einfach tauschen und wieder einen anderen Anführer nehmen, aber... auch keine Lust zu. So, erster von 4 Aufträgen erledigt. Mindestens einen unerledigten Auftrag. Nein, ich möchte ihn nicht verlassen. Ich würde schon gerne die anderen Aufträge auch noch erfüllen. Ich würde dir ja gerne helfen, Kumpel, aber... Ja. Nicht unnötig Attacken verschwenden. Die jetzt helfen. So, da können wir noch ein bisschen Geld mitnehmen. Danke. Und weitergehen. Finsterforst 4. Da ist ein Vulkano! Ein Lava-Vulkano! Wirklich wahr, ich liebe Vulkano. Also lieben ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber es gehört schon so zu den Pokémon, die ich echt mag. Schließt du dich unserem Team an? Ja, wir haben noch keins. Wir hatten schon mal, ich weiß, eins im Team. Das konnten wir damals ja nicht behalten. Wegen, ja, wir es dann schon noch nicht hatten. Aber umso mehr freue ich mich, willkommen im Team. Oh, ein Ladiba. Ah, Mobile. Ja, der Statue, doch nee, ja. Manche Dungeons jetzt Mobiles auf. Das wollte ich eigentlich rekruieren, eventuell, wenn es ginge. Wobei es schon etwas trickier zu tun. Was besiegt ihr da gerade? Ah, ein Wieso. Ich dachte gerade, es wäre schon wieder ein Mobile. Ah, Ladybar wurde gefunden. Auftrag erledigt. Ah, das war ein Auftrag. Okay. Kein Kampf mit Weges Pokémon. Kann natürlich nicht reden. So. Ja, noch 2, um genau zu nehmen. Ich glaube, es waren 4. Ich
Ein mega großer Apfel. Ich will gar nicht wissen, wie. Wenn das ja die großen Äpfel sind. Ja gut, vielleicht sehen die perfekten Äpfel einfach nur ein bisschen anders aus. Ich würde ich gar nicht wissen, wie so ein perfekter Apfel dann aussieht. Möchte sich dem Team anschließen. Ich glaube, dann. Nee, haben wir doch. Ach, haben wir doch auch noch nicht. Willkommen im Team. Ja, wir bekommen langsam Hunger. Ich weiß. Solange wir nur langsam Hunger kriegen. Eat wie Äpfel. Oh, ein Kaneko. Stimmt, die konnten ja nie laufen. Und die wohl immer noch nicht laufen können. Also früher war es ja so, die sind dann immer die. Ich glaube, wenn du selber ein Kaneko gespielt hast, konntest du schon laufen, aber die Kaneko, die du im Team hast, die sind immer an einer Stelle gehockt. Und Schaleko genauso. Also, das ist Kaneko. Das andere war Schalako. Bevor jetzt was sagt. Ich weiß. Ich habe Schaloko. Paneko, ich bin an der verwechselt. Ich weiß es schon. Ich habe mich einfach nur versprochen. Hier ist wieder was. Hier ist ein Nidoran, das hier so braucht. Irgendwo. Da unten. Und ein Gardax. Kümmert ihr euch drum? Danke, Leute. Dann gehen wir jetzt am besten hier unten lang. Dann können wir. Oh, ist das in diesem Riesenraum. Ihr kümmert euch ja um so eine Flora. Dann kann ich ja hier schon mal weitergehen und mich um Sichlor kümmern. Wenn es gegen mich kämpfen will. Ey! Freund Nase. Ich hab die Kiste überlebt. Von Vulcanus. Sogar zweimal. Ich glaube, möchte sich auch dem Team anschließen. Ja, gerne. Ich habe auch noch nicht. Am Teufel fortsetzen. Yes. Aber wir müssen da unten noch das Nidoran retten. Auftrag machen und dann können wir das Dungeon schon wieder verlassen. Hier müssen wir noch ein E-Team einsammeln, aber ich habe ja ein paar Leute dabei. Ich hoffe, einer sammelt das Geld auf. Super. Geld ist nämlich Geld. Wer den Cent nicht wert, ist der Euro nicht wert. Oder irgendwie so gibt es auch so einen Spruch. Wir gehen hier lang. Die schlafen erst eine Runde. Wir gehen dann hier weiter und legen uns mit diesem Gardax an. Und das möchte auch ins Team. Haben wir das Pokémon schon? Nein, haben wir noch nicht. Klar darfst du uns begleiten. Ich weiß, ich habe irgendein Pokémon mal doppelt rekruiert, wo ich gesagt habe, das entwickelt sich dann weiter, aber ich weiß leider nicht für welches. Na, noch ein Sonnenflora brauchen wir, glaube ich, nicht. Obwohl, andererseits, wir können es ja mitnehmen und nachher dann dekruieren. Weißt du, dass wir es mitnehmen, dann kriegen wir das Geld von ihm zum einen. Zum anderen
falls eines unterwegs besiegt wird, haben wir dann immer noch ein zweites. Noch ein Sichlor, das ich unserem Team anschließen will. Nein. Ich brauche keine zwei Sichlors. Ich brauche auch keine zwei Sonnenfloras, aber ich glaube, da muss ich einen Pokémon rausschmeißen. Ich glaube, ich kann nämlich nur. Ich glaube, ich unser Team schon voll, oder? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Kann ja nur 5 Pokémon in einem Dungeon rekrutieren. Was ist das denn? Na dann. Davon. Okay, schon wieder leer. Ah, das ist ein Teddy. Teddy Ursa. Oh, ein Teddy Ursa. Komm, kleines Teddy Ursa. Gib deinen Äpfelchen. Auch noch nicht. Ja. Jetzt muss einer raus. Ja, wir nehmen hier an Sonnenflora. Wir haben jetzt zwei Sonnenflora im Team. Daher darf uns ein Sonnenflora verlassen. Ja. Ciao, Sonnenflora. Geld mit und sagen auf Wiedersehen, Ebene. Ah, da ist das Kicklau, was wir retten müssen. Schlafen des Bummels, aber wir können ja keine Bummel mehr rekrutieren. Das Rekrutiermenge ist am Limit! Unlimited. Jetzt den Kampf beendet haben, verlassen wir das Dungeon. Dungeon jetzt verlassen, ja. Wir werden auf jeden Fall noch seine Hand machen, wo wir dann einfach mehrmals hintereinander ein Dungeon machen, wenn wir die Hauptstory erledigt haben, bis wir das Pokémon dann haben. Aber jetzt fürs Erste ist ja erstmal noch Tucano. Ja, Tucano möchte ich im Team haben. Ist erstmal noch Hauptstory. Und dann wird es auch so sein, dass wir dann speziell zum Beispiel sagen, heute suchen wir dieses Pokémon, weil es nur in unserem Pokédex fehlt. Unser Pokédex, also in unserer Sammlung. Und werden Challenges machen später, wenn es noch mehr Dungeons gibt. Dass wir nur mit einem Pokémon einen Dungeon betreten oder nur mit einer bestimmten begrenzten Anzahl an Teams. Oder, weiß nicht, dass wir da so Special-Dinger dann noch machen. Wie weit kommt man ohne Äpfel in einem Dungeon, wenn man eben das Dungeon betritt und hat halt keine Äpfel dabei? Natürlich, wenn man dann Äpfel findet, kann man sie einsammeln und so. Und einfach mit so vorgefertigten Challenges. Aber bis dahin ist jetzt erstmal noch Zeit. Wir jetzt erstmal die Hauptstory machen müssen. Hier kriegen wir wieder nur noch 50. Wir haben fast die Hälfte an Punkten wieder eingesammelt für den nächsten Rang. Oh,
Oh, ein perfekter Apfel. Danke, Ladybug. Entschuldigung. Ladybug, Ladybug. Bankorb. Kann man damit Geld aus die Bank bringen? Oh, 150. Ist ja geil. Danke. Geh gleich. Ich mach gerne Geschäfte mit dir. Ach, jetzt wieder nur 50. Okay. Aber wir haben bei einem Rettungsauftrag einfach mal 30. Das Dreifache bekommen an Belohnung. Ich denke, ja. Ich denke auch, dass es für heute reicht. Wir waren sehr, sehr fleißig. Am nächsten Morgen. Und ich glaube, wir werden... Ich würde... Oh, hier noch ein Erdbeben. Oh, Erdbeben. Jetzt hat es sich wieder gelegt. In letzter Zeit gibt es ziemlich viele Erdbeben. Ich würde sagen, hier beenden wir den Part und schauen mal, was das zu bewirken hat. Und wann wir mal wieder wann wir mit der Hauptstory weiter fortsetzen können. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, ich hab euch lieb. Eure L.A.